Grüß Gott, mein Name ist Werner Niederer, ich bin Arzt und Autor. Sie sehen, ich sitze hier im Grünkreuz Verlag und bin von meinen Büchern umringt. Zur Abwechslung bin ich heute auch noch Futurolog. Das sind jene, die über die Zukunft schwatzen, die sie ebenso wenig kennen wie alle anderen Menschen. Reichtum und Macht sind nahezu Synonyme. Es gibt keine Macht ohne Reichtum und kein Reichtum ohne Macht. Das heißt natürlich nicht, dass Reiche bzw. Mächtige immer Luxus lieben und als Verschwender oder Schlemmer daherkommen. Mächtige bzw. Reiche können ebenso gut auch als asketische, hagere, masochistische Jogger auftreten. Ich vermute sogar, dass Menschen, deren Macht rasch zunimmt, eher zum asketischen Typus gehören, also zum Beispiel Cäsar, Mohammed oder Napoleon. Wenn ich von den Reichen spreche, spreche ich also von den Mächtigen und umgekehrt. Auch die Definition von Kapitalismus ist für das Folgende wichtig. Kapitalismus ist die Gesellschaftsform, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Kapitalismus ist also so alt wie die Menschheit. Dass die Reichen immer noch reicher werden wollen und es auch werden, dabei aber die Armen unvermeidlich immer ärmer, ist schon fast so etwas wie ein Naturgesetz. Dieses Auseinanderdriften von Reich und Arm wird oft mit einer sich öffnenden Einkommens- und Vermögensschere verglichen. Die Menschen lebten ursprünglich in nomadisierenden Großfamilien. Die Schere war nicht sehr stark geöffnet, man hatte vor allem gegen Naturgewalten anzukämpfen. Dann kam die Staatenbildung und die Schere öffnete sich langsam immer mehr. Die Armen revoltierten, die Schere schließt sich, aber leider so, dass nur die Reichen zwar ärmer werden, die Armen aber nicht reicher. Das schafft eine Ausgangslage, bei der die Reichen wieder sich bereichern können, viel rascher als die Armen, und wieder die Schere sich ganz öffnet. Das Ziel aber sollte sein, dass die Schere sich schließt, so dass sie gegen die Mitte tendiert. Das Ziel sollte aber nicht sein, dass sich die Schere ganz schließt, das wäre unrealistisch und auch gar nicht gut, sondern eine mittlere Öffnung um die Mitte herum wäre das Ziel. Wenn Besitz, das heißt das, worauf man sitzt, also Reichtum bzw. Macht als Eigentum gilt, dann kann es auch verschenkt werden, zum Beispiel den Nachkommen. Wenn also Vererben von Reichtum ein unantastbares, von allen Menschen respektiertes Naturrecht wäre und zudem der Reiche immer reicher und der weniger Reiche immer weniger reich würde, dann stellt sich natürlich die Frage, warum sich mittlerweile nicht der ganze Reichtum der Welt in der Hand eines einzigen Menschen befindet. Den Grund kennen Sie. Das zu starke Öffnen der Schere löst immer wieder Reaktionen aus. Es gibt Aufstände, Revolutionen, Bürgerkriege, als Folge davon dann oft Diktaturen und nationalistisch oder religiös oder ideologisch gefärbte Kriege. Alleinherrscher, welche dem Staat dann doch eine demokratische Verfassung geben, kommen in der Menschheitsgeschichte leider äußerst selten vor. Das bekannteste Beispiel ist Solon im 6. Jahrhundert vor Christus, der nach Drakon Alleinherrscher in Athen wurde und der Stadt schließlich doch eine demokratische Verfassung gab. Viel häufiger aber enden Revolutionen für jene, die sie überleben, mit Elend, Flucht, Hunger und totaler Armut. Um nicht historisch allzu ausschweifend zu werden, will ich,
auf Beispiele, die es im alten Ägypten so gut gäbe wie in Babylon oder der altrömischen Republik, verzichten und den Blick nur auf die Neuzeit fokussieren. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war die Kirche immer macht- und geldgieriger geworden und hatte sich allzu offensichtlich mit dem Hochadel verbündet. Die armen Leute hungerten, vor allem auf dem Lande. Die Schere war weit offen. Die sozialen Verhältnisse hatten keinerlei Ähnlichkeit mehr mit jenen in den frühchristlichen Gemeinden, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Dort heißt es nämlich im 4. Kapitel, Vers 32: Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Es ist übrigens interessant, dass privat ursprünglich geraubt bedeutete. 1516 publiziert Thomas Morus seine Utopia, in welcher er einen Staat beschreibt, in dem es kein Eigentum gibt und die Religionsfreiheit gewährleistet wird. 1517 schlägt Luther seine Thesen an die Türe der Schlosskirche Wittenberg. Wenig später gibt es die ersten Bauernaufstände, in der Frühphase von Götz von Berlichingen angeführt. Schließlich besiegte 1525 Konrad II. Von Thüngen als Fürstbischof von Würzburg die Bauernhorden. 8000 Bauern werden innerhalb von 2 Stunden auf dem Schlachtfeld niedergemacht. Gefangene Sympathisanten, zum Beispiel Thielmann Riemenschneider, lässt der Fürstbischof einkerkern und aufs Grausamste foltern. Nach dem großen Aufstand gegen den kirchlichen Kapitalismus folgten die Hugenottenkriege, die man als Revolution des Kleinadels gegen den Hochadel auffassen kann. Die entsprechenden Kriege in Deutschland werden unter dem Begriff Dreißigjähriger Krieg zusammengefasst. Wenn man mal von Gustav Adolf absieht, ging es also um die Macht der kleineren Fürsten, aber auch um die Befreiung von der Bevormundung und Ausbeutung des Volkes durch die katholische Kirche. Nach der Reformation und den Aufständen war die Schere insofern etwas weniger weit geöffnet, als es sowohl dem Hochadel wie auch den Unterdrückten schlechter ging als vor den Aufständen. Krieg kennt bekanntlich keine Gewinner. Nach dieser relativen Verkleinerung der Scherenöffnung rappelten sich, wie immer, die Reicheren, das heißt die schon vor den Kriegen Mächtigen, wieder einmal schneller auf als die weniger Reichen. Von den Armen gar nicht zu reden. Der Hochadel erholte sich rasch und benahm sich noch selbstherrlicher als zuvor. Dies führte zu einer Allmacht der Könige, die mit dem Begriff Absolutismus charakterisiert wird. Der Absolutismus wird auch im Spruch Ludwigs des 14. deutlich, der gesagt haben soll: L'État, c'est moi. Das forderte natürlich Kritik heraus, und damit sind wir nun schon bei den geistigen Vätern der französischen Revolution angekommen. Montesquieu, der für die Gewaltentrennung plädierte, Voltaire, der die Heuchelei von Kirche und Hochadel entlarvte, und Kant, der den deutschen Idealismus initialisierte und sich über die Möglichkeit eines ewigen Friedens Gedanken machte. Der Hochadel indessen merkte nicht wirklich, was sich da zusammenbraute, und fuhr fort mit Business as usual. So kommt es denn 1789 zur Französischen Revolution. Sie sehen wieder zu Beginn, gelblich markiert, die offene Schere, dann blau hinterlegt die gewaltsame Schließung der Schere, und sofort beginnt die Schere sich wieder zu öffnen. Die Revolution führt über eine Guillotin-Terrorphase nach etwa 10 Jahren Chaos zur Premierrepublik.
Und schon 1799 gibt Napoleon der Republik eine neue Verfassung und lässt sich zum ersten Konsul für 10 Jahre wählen. Nach der Jahrhundertwende beginnt sich der napoleonische Kapitalismus zu etablieren. Napoleon ist also ein Kapitalist. Wenn ich mal einen Vertreter der Revolution, der über Leichen geht und sich dann selbst eine Kaiserkrone aufsetzt, so nennen darf. Zwar predigt er mit Waffengewalt in ganz Europa die republikanische Staatsform, sich selbst aber und seinen Adlaten und Verwandten räumt er Vorrechte ein, die früher nur dem Adel zukamen. Die Schere geht wieder weit auf. Dann aber kollabiert 1815 bei Waterloo Napoleons ganze Selbstherrlichkeit. Die Niederlage macht Anhänger wie Gegner von Napoleon ärmer. Es folgt die Restauration. Metternich setzt den alten Adel wieder ein, in Frankreich den Bourbonen Karl Philipp. Und das ist, wie man leicht verstehen kann, natürlich nicht die richtige Maßnahme, um die Scherenöffnung gering zu halten. Schon 1848 ist es wieder soweit. Die Schere zwischen Reich und Arm, beziehungsweise Mächtigen und Ohnmächtigen, ist stark geöffnet. Weil aber die Parole Liberté, Fraternité, Égalité in den Hinterköpfen der Intellektuellen liegen geblieben ist, kommt es erneut in ganz Westeuropa zu Revolutionen. Im folgenden Jahr 1849 erarbeitet die Deutsche Nationalversammlung in der Pauluskirche in Frankfurt die erste deutsche Reichsverfassung. Und in Frankreich entsteht die Deuxième Republik, die ausgerechnet einen Neffen von Napoleon Bonaparte zum Präsidenten wählt. Das Spielchen beginnt von vorne. Die Schere öffnet sich wieder ziemlich rasch. Wenige Jahre später krönt sich Napoleon zum Napoleon III. Und zwar zum Kaiser. Darunter geht's nicht. Größenwahn ist offensichtlich erblich. Napoleon III. Ist also von gleichem Holz geschnitzt wie Bonaparte. Als er spürt, dass sein Thron wackelt, greift er zu probaten Mitteln, er schafft außenpolitische Probleme und erklärt schließlich Deutschland den Krieg. Diesen verliert er allerdings 1870. In Paris aber gibt es in der Folge 9 Monate dauernde Straßenkämpfe zwischen den Kommunisten oder Kommunarden, wie sie damals hießen, und den Republikanern. Die Kommunarden werden besiegt und von den Republikanern zu Tausenden umgebracht, hingerichtet. Brecht hat den Pariser Kommunarden ein Lied gewidmet mit dem Refrain: In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Krieg und Bürgerkrieg und Revolution hat alle ärmer gemacht, wieder einmal. Doch kaum hat die Republik mit Adolphe Thiers wieder einen Präsidenten, beginnt die Schere sich erneut zu öffnen. Diesmal driften vor allem das Proletariat und die Bourgeoisie auseinander. Die Bourgeoisie, das sind die industriellen Neureichen, die Kapitalisten, wie wir sie heutzutage verstehen. Die Bourgeoisie feiert die Belle Époque, die Proleten verhungern. Die Ideen der Kommunarden, heute Kommunisten genannt, verbreitet sich in ganz Europa. Ihre Parteigänger werden von den nationalsozialistischen Regierungen schwer verfolgt. Die kommunistische Bewegung sieht vor allem in Russland, wo die bisherigen Revolutionen kaum Korrekturen gebracht haben und die Leibeigenschaft immer noch existiert, Erfolgschancen. 1917
Mitten im Ersten Weltkrieg findet die russische Revolution statt. Sie ermordet die ganze Zarenfamilie, denn nach den bisherigen Erfahrungen in Frankreich erreicht man revolutionäre Ziele nur durch Ermordung der Dissidenten oder fast gleichbedeutend durch deren Verbannung nach Sibirien. Anschließend beginnt das Gerangel zwischen Martow und Lenin bzw. den Menschewiki und den Bolschewiki. Die Schere öffnet sich nun schnell wieder, entzweit nun aber die Parteifunktionäre von den funktionslosen Genossen, die gar nichts zu sagen haben. Meine Geschichtslektion war gewiss etwas zu pauschal und oberflächlich. Ich hoffe aber, sie habe trotzdem gezeigt, dass dieses gewaltsame Auf und Zu der Schere allen Bewohnern des Jammertals Erde viel Leid verursacht hat. Oder man kann auch wortspielerisch sagen, beschert hat. Darum werfe ich die Frage auf, muss das sein? Und ich werde antworten, nein, es gibt friedliche Mittel und Wege zu einer anhaltend gerechten Gesellschaft. Die Schweiz hat die beste Ausgangslage dazu, muss sich aber trotzdem bemühen, Fehlentwicklungen zu erkennen und im Keime zu ersticken.